Boah, hab ich mal wieder richtig Lust, mit so einem Bauspielstein irgendwas zu basteln. So, was haben wir denn hier so mal drinne? Eine Tür. Ja, dann könnte ich daraus ja eigentlich ein Haus bauen. Und das Wichtigste natürlich, bevor ich ein Haus baue, erstmal das Fundament. Heute geht es um die Fundamentarten. Was ist die Aufgabe von einem Fundament? Es ist die Basis von allen Bauwerken. Hier haben wir kleine Modelle dargestellt, weil wir natürlich nicht alles nachbauen können und auch nicht den Platz dafür haben. Anfangen tun wir mit dem Punktfundament. Wie ihr seht, haben wir das Punktfundament. Das kann man halt punktuell gießen oder als auch die Blöcke einsetzen. Ein Punktfundament wird meist verwendet für eher leichtere Werke oder leichtere Bauarten, sowie zum Beispiel Terrassen. Hier haben wir jetzt als Beispiel eine kleine Terrasse mit den zwei Leutchen. Und hier wird es dann auch wieder punktuell befestigt. Und schon haben wir eine Terrasse dann. Und als nächstes kommt das Streifenfundament. Bei dem Streifenfundament, wie man hier sehen kann, sind das zwei Streifen. Und wird hauptsächlich gebaut für kleinere Häuserarten, so wie Schuppen oder für zum Beispiel das Gewächshaus. Da haben wir ja auch schon mal ein Fundament gelegt für, könnt ihr hier sehen. Ich setze das jetzt mal kurz auf. Kann man also schön sehen, weil es wird halt an den Seiten schön verteilt, die Kraft, kann also mehr aufnehmen. Und wenn wir natürlich jetzt, wie bei unserem Gartenhaus, etwas Größeres bauen, brauchen wir ein Ringfundament. Jetzt kommen wir zum Ringfundament. Ist nichts anderes wie vier Streifenfundamente. Wird hauptsächlich benutzt für einen klassischen Hausbau oder wie bei uns hier mit dem Gartenhaus. Hat halt die Lastverteilung schön auf die vier Wände, wie man natürlich hier sehen kann. Also für etwas schwere Gebäude. Wenn wir ganz schwere Sachen bauen wollen, brauchen wir das Plattenfundament. Jetzt kommen wir zur letzten Fundamentart. Das ist das Plattenfundament. Das wird auch mit einmal komplett gegossen. Eignet sich super halt für Garagen, weil wir haben ja Autos, was auch eine schwere Last ist, plus die Garage selber. Und die Last wird halt komplett auf die ganze Fläche verteilt. Dieses Fundament braucht sehr viel Beton, also überlegt euch vorher, was für euch am besten geeignet ist. Jetzt haben wir die gängigsten Fundamentarten kennengelernt. Wenn ihr über das Gartenhaus hinausbauen wollt, nehmt euch immer einen Profi dazu, damit halt bei kleinsten Fehlern nicht das ganze Projekt zusammenbricht. Lasst mir doch gerne ein Like da oder abonniert unseren Channel. Und die Glocke natürlich, die ist auch wichtig, dass ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Ich wünsche euch auch viel Spaß und ich hoffe, es war informativ für euch. Und bis zum nächsten Mal.